Herzlich willkommen beim LSB-Treffpunkt. Als Maskottchen vom Senftenberger See bin ich so richtig neugierig auf den Rest vom Lausitzer Seenland. Sie auch? Dann kommen Sie mit. Gemeinsam mit Froggy und dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg auf große Entdeckungstour vom Altöberner bis zum Parpwitzer See. Wo geht's denn heute hin bei unserem LSB-Treffpunkt? Weißt du, irgendwie kommt mir die Strecke bekannt vor. Bist du dir da sicher, Froggy? Woher kennst du die Strecke denn? Also wenn ich mich richtig erinnere, waren wir ganz am Anfang unserer Sendereihe schon mal hier. Ja, richtig. Da ist ja der Turm, auf den du mich hochgescheucht hast. Mir tun heute noch die Füße weh vom vielen Stufensteigen. Ach Froggy, jetzt übertreib mal nicht. So ein durchtrainierter Kerl wie du darf doch keine Probleme mit Stufensteigen haben. Habe ich auch nicht. Aber trotzdem nehmen wir heute das Interview unten auf. Dort oben pfeift nämlich der Wind so doll und ich habe schon gelernt, dass das nicht gut für den Ton von unserem Beitrag ist, weil dann das Mikrofon zuregelt. Oh, schau mal einer an. Unser Froggy wird zum Fernsehprofi. Dann kannst du ja heute die Interviews machen und ich habe endlich mal frei. Nö, mach du das mal lieber. Ich weiß ja gar nicht, worum es heute geht. Und den rostigen Nagel wohl. Genau, Froggy. Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Zuschauer, an der Landmarke Lausitzer Seenland. So heißt der rostige Nagel nämlich offiziell. Für uns als Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg spielt er eine wichtige Schlüsselrolle. Doch zunächst wollen wir mal auf die Entstehungsgeschichte dieses Stahlkolosses zurückblicken. Besucher der Lausitz empfinden die Hinterlassenschaft von 150 Jahren Kohlebergbau immer wieder auf eine ganz eigene Art und Weise beeindruckend. Einerseits die naturbelassene Schönheit des Spreewaldes, andererseits monotone Kiefernlandschaften. Jahrhundertealte Streuobstwiesen grenzen an die ausgedehnten Sandwüsten der ehemaligen Tagebaue. Zwischendrin einzelne Kraftwerke und Fabriken als Industriemonumente in einer weiten Landschaft. 10 Jahre lang hat die internationale Bauausstellung fürs Pöcklerland mit ihren Ideen und Projekten die Lausitz und das entstehende Lausitzer Seenland geprägt. Einer der wichtigsten Denkansätze bei dieser Prägung war folgender. Die landschaftstypischen Widersprüche der Lausitz sollen so in Szene gesetzt werden, dass sie die Entwicklung des Tourismus fördern. Dazu suchte die IBA ein greifbares Symbol. Im Jahr 2005 schrieb sie gemeinsam mit der Stadt Senftenberg einen internationalen Architekturwettbewerb für eine Landmarke Lausitzer Seenland aus. Zielstellung: im Zentrum des Seenlandes am Sornower Kanal zwischen dem Seelitzer und dem Geierswalder See, also zwischen Brandenburg und Sachsen, soll ein Aussichtsturm entstehen. Eine Skulptur, die gleichzeitig ein Symbol für den Landschaftswandel darstellt. Als Sieger aus 145 Entwürfen ging die Bürogemeinschaft Stefan Giers aus München und Landschaftsarchitekturbüro Giers aus Wettenberg hervor. 2008 konnte die LMBV als Projektträger, die Stadt als Bauherr und die IWA als Initiator gemeinsam die Eröffnung des Turmes feiern. Bewusst erinnert die aus rostfarbenem Kortenstahl erbaute Landmarke an die industrielle Geschichte des Seengebietes, an die stählernen Bergbaugeräte aus Tagebauzeiten. Der Treppenaufgang in seiner ureigenen Form versinnbildlicht das menschliche Schaffen, die Zukunft. Aus 30 Metern Höhe sieht der Besucher quasi in die Zukunft, die drei zentralen Seen des Seenlandes, Ilse, Seelitzer und Geierswalder See, und am Horizont die Kraftwerke Schwarze Pumpe, Boxberg und Jenschwalde. Hallo Herr Miechen, Sie sind ja beim Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg für das Projekt Landmarke zuständig. Aber warum spricht man denn eigentlich immer noch von einem Projekt? Denn die Landmarke steht ja schon. Ja, hallo. Die Landmarke ist wirklich schon seit einigen Sommern jetzt in der Nutzung und zwar sehr erfolgreich. Die Idee, die man damals hatte, ist eigentlich aufgegangen. Man wollte hier an diesem sehr schönen Rundweg um den Seelitzer See und auch um den Geierswalder See einen Ort schaffen, wo man hinradeln kann.
und einen Ort schaffen, der so besonders ist, dass er auch Leute außerhalb der Region anzieht. Man kann von der Landmarke oben einen Überblick über mehrere Seen haben, was sonst nicht so möglich ist, und versteht dann eigentlich erst so richtig, wie diese Seenlandschaft zusammenhängt. Und die Landmarke ist ja auch hier an einem der Kanäle, also sie steht eigentlich symbolisch auch für diesen schiffbaren Verbund. Wir haben auch am Anfang gleich darauf geachtet, dass hier eine kleine Gastronomie ist, ein Kiosk, dass man also auch was zu trinken bekommt und nicht verdurstet im Sommer. Und das funktioniert sehr gut. Aber wir haben auch gemerkt, dass so viele Menschen kommen und auch Radler und Skater und die Chuchu-Bahn, dass ein paar Dinge noch fehlen. Ich vermute mal, der Zweckverband hat noch ganz viel vor mit dem Rostigen Nagel. Ja, also es ist hier nicht so, dass es hier riesen Hotelanlagen oder Campingplätze geben soll, denn wir sind hier in einem sehr naturnahen Raum, ein Naturschutzgebiet. Aber wir haben gemerkt, dass wir ein bisschen mehr Verkehrsinfrastruktur brauchen, dass wir auch die Wasserwanderer, die ja bald kommen werden, hier bedienen wollen, also einen Bootsanleger schaffen wollen. Drüben hier in diesem Uferbereich ist das geplant. Und wir haben vor, von der Landmarke aus auch einen kleinen Rundweg zu gestalten mit Naturinformationen, der dann doch etwas spektakulär auf einem schwimmenden Steg auf dem Sedlitzer See endet. Und von dort kann man dann wiederum mit dem Boot oder jetzt auch schon mit dem Floß auf dem Sedlitzer See weiterfahren. Also man merkt, so langsam entwickelt sich das Konzept weiter. Und ja, wir denken, dass das dann auch der Entwicklungsschritt ist hier mit etwas mehr Gastronomie und etwas mehr Qualität noch, der dann so den Endzustand erstmal darstellen wird. Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Sind die Fördermittel sicher? Ja, das ist also eine sehr erfreuliche Nachricht. Wir haben gerade vor wenigen Tagen einen Fördermittelbescheid bekommen von dem Land Brandenburg. Es gibt also die Möglichkeit, hier tatsächlich jetzt dieses und nächstes Jahr zu bauen. Es dauert immer ein bisschen, sowas vorzubereiten, und dann irgendwann geht's los. Und wir sind also wirklich jetzt in den Startlöchern, bereiten alles vor und wollen dann im nächsten Jahr hier auch schon die ersten Ergebnisse zeigen können. Wie sieht es denn eigentlich mit privaten Investoren aus? Denn ich denke mal, mit Mitteln aus öffentlicher Hand ist das allein nicht zu stemmen. Also allgemein ist es richtig. Das Lausitzer Seenland wird von den privaten Geschäftsleuten nachher leben. Und auch diese Investitionen müssen auf die öffentliche Infrastruktur dann aufbauen. Das ist am Anfang natürlich weniger der Fall. Das wird man nach und nach aber spüren, dass das der Weg ist. Hier direkt ist es nicht so viel. Wir denken aber, dass jemand vielleicht in den Ausbau der Gastronomie noch investieren wird, dass ein kleines Ausflugsrestaurant oder Café entsteht. An diesem schwimmenden Steg auf dem Sedlitzer See, der ja als Vision bis auf die andere Uferseite rübergeht, da würde es dann nur mit Privaten weitergehen. Da sind Ideen gefragt. Da kann man schwimmende Häuser oder andere Dinge aufs Wasser setzen, sodass der Steg vielleicht dann nach und nach bis zum anderen Ufer wächst und man irgendwann dann so eine ganz besondere Sache hat, die wirklich sonst auf der Welt so nicht existiert. Ja, das klingt ja alles schon interessant, und ich denke mal, wir freuen uns auf die Zukunft, und ich bedanke mich an dieser Stelle für das Interview. Ja, ich bedanke mich auch. Sandra, muss ich jetzt noch bis 2015 warten, bis ich mit meinem Hausboot hier entlang schippern kann? Naja, Froggy, nicht ganz, denn 2013 wird dir der Kanal vom Senfenberger zum Geierswalder See freigegeben. Und dann kannst du vom Stadthafen bis hierhin zur Landmarke schon mit deinem Boot schippern. Aber dann, um durch das ganze Lausitzer Seenland zu fahren, musst du wirklich noch ein bisschen warten. Denn die Wasserstände müssen ja erst in allen Seen gleich sein, denn sonst müssten ja überall Schleusen gebaut werden. Sag mal, Froggy, weißt du eigentlich, was eine Schleuse ist? Naja, so richtig nicht. Erklärst du es mir? Ich glaube, das ist für heute ein bisschen zu kompliziert. Aber wenn wir im nächsten Jahr mit unserer Sendereihe weitermachen, dann kannst du dir am Überleiter 12 vom Senfenberger zum Geierswalder See schon mal eine Schleuse anschauen. Und dann verstehst du das vielleicht auch ein bisschen. Ja, Sandra, aber heißt das, dass wir mit unserer Sendereihe für dieses Jahr schon am Ende sind? Leider, Froggy, ja. Och, das ist aber schade. Es hat gerade so viel Spaß gemacht. Tja, Froggy, aber ich kann es leider auch nicht ändern. Und wie sagt man so schön, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Komm, Froggy, wir verabschieden uns noch ganz lieb von den Zuschauern. Wir hoffen, dass es Ihnen bei uns im LSB-Treffpunkt gefallen hat, dass Sie viel Neues über das Lausitzer Seenland erfahren haben und dass wir uns im nächsten Jahr beim LSB-Treffpunkt wiedersehen. Bis dahin sagen wir Tschüss und wünschen Ihnen alles Gute.